Ich denke, es ist besser, ja, weil jetzt die meisten Quests von hier sind. Ah, das ist oberhalb. Aha, da gibt es jetzt eine Flugroute, ist aber auch neu, ne? Bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, die war schon immer da. Okay. Aber vorher ist noch eine Quest hier zum Abgeben. Da muss man einfach rundherum gehen. Aber du bist eh schon oben, also ich bin eher der Langsame. Der hinterher hinkt, ja. Hast du auch probiert, da hochzuspringen, ne? Natürlich. Ja, bei mir auch vorhin, also viermal Epic Fail. So. So. Es gibt auch die Oh Gott, da sind ja wirklich einiges zum Abgeben und zu machen jetzt. Oh Gott, da ist die Pachthatzenpelz, Dingens da. Quest. Moment, es gibt noch eine Quest, die kann ich leider nicht teilen, dort bei dem Flugmeister, wo du eine Quest bekommst nach Silbermond, dort einen Botengang machen musst und dann wieder zurückfliegen. Die könnte man gleich als erster machen. Ich habe die Quest gar nicht. Aha. Ich habe schon die Flugroute nach Silbermond und nach Falkenplatz, immer Sankwald. Aha, weil an für sich bei mir heißt die Quest fliegt nach Silbermond. Haben wir die auch, Leute? Moment, ich gucke jetzt mal. Ich sehe sie nicht bei dir, also... Nein, habe ich nicht. Ich glaube, das bekommen nur die Blutelfen. Dann lasse ich sie. Die mache ich irgendwann einmal zwischendurch. Ja, genau, mach mal so. Mach mal so, genau. So, dann werden wir mal auf Pelzjagd gehen. Oh Gott, die Quest ist so zäh. Da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Moment, ich kann ja Wildtiere aufspüren. Das ist jetzt eine sehr gute Fähigkeit. Moment, war da jetzt ein Loot für mich? Ja, sollte sein. Und ist was gedroppt? Nö. Das ist natürlich Standard hier bei dieser Quest. Jetzt. Sehr gut. Aber ich bin das ehrlich gesagt eh schon gewohnt, dieses Zäh an WoW. Das war ja oft genug der Fall, wenn ich mit anderen zusammengespielt habe und so oder questet habe mit irgendwelchen Typen. Und da wirklich dann jeder dritte Loot nur sogar dir gehört, wenn man zu dritt war. Das war dann auch ziemlich zäh und dennoch haben wir es durchgenommen. Also, das geht schon. Ja, World of Warcraft ist auch ein Spiel der Geduldigen. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Jetzt erst zwei Stück davon. Ich habe noch keins. Bei mir wird es ein bisschen länger dauern. Ja, aber es ist immer gut, wenn einer mal das fertig hat, dann bekommt der andere dafür jeden Loot. Das stimmt. Und Nummer 1 ist da. Perfekt. Meine Ehebein ruhe, du kleiner Baum. Sonst komme ich mit der Motorsäge. So, da ist auch noch so ein Tigerchen. So, Stück Nummer 3. Wenn man so recht überlegt, dass nur ab und zu welche Tatzen droppen, ist es irgendwie nicht so richtig. Nein, aber eigentlich jeder von denen eine Tatze hat. Eben, aber ja, World of Warcraft. Wenn irgendwas unklar ist, einfach begründen, World of Warcraft, ja. Ja, das ist aber eh Tatsache, ist in jedem Spiel so. Es gibt kein 100% realistisches Spiel. Was auch gut ist. Ja, eh. Weil realistisch ist eh das Leben genug schon.
Ganz genau, man will ja ein bisschen flüchten davon, ja, wenn man so spielt. Das sind ja die Spiele da, ne? Das ist ja, das muss ja sein, Leute. Also ohne Spiele würde ich ja gar nicht überleben in dieser hässlichen realen Welt. Wer braucht die reale Welt, also wir nicht. Und diese unschöne Grafik. Ja, ich meine wirklich, was habt ihr in der realen Welt? Da habt ihr nicht mal eine Grafikkarte, damit ihr da mal ein bisschen höher stellen könnt. Wenn euch mal irgendeine Textur zu schief ist. Oder wenn die Nachbarin die Tür aufmacht. Da ich, oh mein Gott, was ist das für ein Mob? Ist der episch? Das ist wirklich zäh, ne? Ja, aber im Endeffekt, wenn ich so überlege, Klassikzeiten war das noch ein Stück. Ja, das glaube ich da sogar. So, jetzt habe ich Stück Nummer 4 bekommen. Sehr gut. Ja, die Zwischenmobs sind natürlich dann immer doof, weil dann wieder der Loot an denselben geht quasi, ne? Ganz genau, aber wie du gesagt hast, wenn einer fertig ist, kriegt der andere dann alles. Passt, Stück Nummer 5. Eins noch. Ich muss näher ran. Nix. So, jetzt schauen wir mal, ob der noch was... Nee. Und da oben gibt's auch. Da gibt's Quests. Willst du die gleich mitnehmen? Nehmen wir die gleich mit, bevor wir die vergessen. Mhm. Was ist euer Begehr? Tod allen Widersachern. Nennt euer Anliegen. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Okay, perfekt. Wenn mich nicht alles täuscht, soll es da oben auch noch welche geben. Ja. Einer aber nur. Einer ist besser als keiner. Genau. So, schon mal. Drop, 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 drop. Yeah, 4 Stück. Jawohl. Ich glaube, irgendwo habe ich da jetzt noch einen gesehen. Wo war denn das jetzt? Ah, da hinten. Das ist natürlich der Vorteil des Jägers. Mit dem Wildtiere aufspüren. Sehr praktisch. Ja, nachher können wir dann auch Elementare und alles Mögliche. So, ich habe jetzt alle. Mir fehlen noch 2, aber da drüben ist noch eine Quest zum Abgeben. In den Haus drinnen. Okay. Ah ja, weißt noch, die gute alte Zeit haben wir, glaube ich, da mal besoffen gespielt, ne? Ganz genau. Da haben wir voll Party gemacht hier. Genau. Anube Lore de Lana. Lebt wohl. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. So, jetzt... 2 Tatzen. Moment, eine müsste doch gleich rechts sein. Dieser Zauber ist nicht bereit. Da oben haben wir auch gleich eine. Die war komplett leer. Die war voll, eine fehlt mir noch. 2 auch sind noch da oben. Sehr gut. 3 sogar. Hoffen wir, dass eine davon ist. Nein, erstes einmal nichts. Die zweite gehört nicht mir. Komisch. Ja, dann heißt das aber, dass er sowieso den Gegenstand nicht gehabt hat. Ganz genau. So, und alle guten Dinge sind 3.
Genau. Und stimmt. Yep. Quest ist fertig. Schauen wir, was noch in der Nähe ist. Wobei, wir können da in der Nähe wieder ein paar abgeben. Ja, machen wir das mal. Ganz genau. Ja, ja, jetzt kommen langsam auch wieder die Erinnerungen zurück. Sehr viele Quests, die ich noch richtig geil gefunden habe, werden noch auf uns zukommen. Zum Beispiel das, wo man die grünen Trolle da ausschalten muss. Das war ja auch cool. Die finsteren Zeiten. Ja, überhaupt, das ganze Gebiet hat mir sehr gut gefallen. Oh, ein Umhang. Den nehme ich mal gleich. Lebt wohl. Ich stehe auf Umhänge. Oh yeah. Sieht zwar ein bisschen gay aus, aber okay. Dahin gibt es auch noch was zum Abgeben. Aber Moment mal. Was steht da? Ach so, ja, da müssen wir Silbermond. Willst du das gleich machen? Silbermond. Ja, weil wir brauchen bester Sonnentropfen, Bachtatzenhäppchen und Feuerwerksbündel. Das bekommst du alles in Silbermond und da gleich die Flugroute ist. Und da könntest du auch gleich die eine Quest von dir erledigen. Machen wir das gleich, ja. Das ist natürlich praktisch und das machen wir auch. Sieg ist nah. Schöner Flug. Ich liebe übrigens das Fliegen, Leute. Das ist so geil. Sag mal, Andi, hast du Ion schon mal gespielt? Ion, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe nämlich mehrere Online-Spiele getestet. Mhm. Aber Ion selber nicht, ne? Ein sehr gutes Spiel eigentlich an sich. Aber ist auch so ein Spiel, auch wie WoW, wie ich finde, wo man einfach einen Partner braucht, damit das nicht so langweilig wird. Ja, der Name ist ja eigentlich Multiplayer-Online-Spiel eigentlich. Ja. Massen-Multiplayer-Online-Spiel, ja. Und das stimmt auch. Also, man kann, World of Warcraft ist in der Hinsicht eh ein sehr gutes Spiel, wenn man sehr viel alleine machen kann. Aber der richtige Reiz und die richtigen guten Gegenstände und alles bekommt man nur in der Gruppe. Ja, stimmt, ist Tatsache. Oh, an sich kein schlechtes Spiel, aber da hatte ich halt, Versprecher. Da hatte ich halt noch den alten PC, ne, und da konnte ich natürlich die Grafik nicht genießen von Ion. Der hat ja auch eine wunderschöne Grafik eigentlich. Aber das kannst du jetzt einmal eigentlich nachholen. Zumindest einmal die Standardversion einmal reinschmeißen und schauen. Er hat leider keine Testversion, das ist das Doofe dran. Ui. Schade. Ja, musst du direkt kaufen, auch wenn du es nur testen willst. Kostet, glaube ich, 30 Euro, aber zumindest damals, wie viel es jetzt kostet, keine Ahnung. Aber ich glaube, die Karten sind billiger als WoW. Nee, nicht unbedingt, die kosten 15 Euro für einen Monat. Sogar teurer, ne, als WoW. Wenn du es so nimmst, ja, im Endeffekt schon. Also es kommt 30 Euro für 2 Monate und WoW bekommst doch einiges günstiger. Und wir sind voll den Umweg gelaufen, ne? Beziehungsweise ich. Moment mal. Ich muss nur schauen, was wir im Prinzip brauchen. Achso, nee, dann laufe ich doch den Weg weiter, sonst wäre es ja wieder den Umweg zurückgelaufen. Das bringt's nicht. Weißt du zufällig, wann ich Aspekt des Geoparden bekomme? Irgendwie habe ich das ab Level 20 in Erinnerung, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Okay, na wenn es 20 ist, dann ist eh nicht so viel anders wie in Watch of the Lich King. Aber sie haben eben Kataklysm sehr viel verändert, also manche Sachen sind extrem nach hinten verschoben worden und manche sehr stark nach vorne. Ja. Ich muss jetzt nur schauen, welcher Händler der richtige ist. Ich hab das schon total... Wird auf der Karte anzeigt. Ja, das weiß ich eh, aber da gibt's auch verschiedene Händler. Ich glaube, der eine links gleich ist. Der da. Ja, lesen muss man können. Bester Sonnentropfen da.
Ganz genau. Der Tag und der Abrechnung wird kommen. Ich glaube, sie hat... Wir werden siegen. Nee, hat's nicht. Hat sie nicht. Für den Wo bekommen wir den Rest des Pachtatzen-Dings da? Moment, ich... Schau mal. Das Feuerwerksbündel bekommt man ja auch irgendwo. Und köstliche Bachtratzenhäppchen von Talene im Morgenlicht bei der Zuflucht der Weltenwanderer. Und wenn ihr schon einmal dabei seid, könnt ihr gleich meine Feuerwerkslieferung bei Hallis Morgenwandler im Dörfchen Morgenluft abholen. Wieso zeigt das der Questleiter dann nicht an? Gute Frage.